Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem coolen neuen Kanal. Ne, auf meinem neuen nicht, aber auf meinem coolen, ja, aktuellen coolen Kanal hier. Ich bin sehr gespannt. Und heute geht's weiter mit einem neuen Adventskalender, ja, Video von Türchen Nummer 12. Ich bin sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Weil heute, also heute schon der 13., also heute schon Freitag, der 13. Ich hab auch richtig Angst heute. Morgen, ich nehme gerade nämlich heute Morgen auf und heute ist eigentlich der 13.12. Aber ihr wisst ja, ich habe bis 9 Uhr Zeit, das Video hochzuladen. Nein, das Video wird dann automatisch hoffentlich hochgeladen bis 9 Uhr, weil ich gehe jetzt leider noch mal zur Schule. Ich gehe jetzt gleich noch mal zur Schule und dann denke ich mal, hoffe ich auch noch mal, ich habe noch 2 Stunden Zeit. Ich habe nach 2 Minuten, nee, ich habe nach 2 Stunden ungefähr Zeit, dann hat das Wieso noch 2 Stunden Zeit ungefähr noch hochzuladen, weil es muss automatisch hochgeladen sein, weil ich lasse es einfach immer zu Hause, weil ich halt immer dann hoffe, ob es dann auch mal hochgeladen wird, das Video innerhalb 9 Uhr, aber egal. So, heute, Türchen 12, bin ich heute nicht so aktiv. Wenn ich heute nicht so aktiv mich unterhalten kann mit euch hier, also hier im Video, dann tut es mir wirklich leid, weil ich nämlich gerade aufgestanden bin und ich bin gerade erstmal wach geworden. Ich bin gerade erstmal wach geworden, deswegen nicht wundern, meine Freunde. Aber jetzt würde ich sagen, öffnen wir Tür Nummer 12. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde. Ja, ich bin nicht so wach heute, aber ich würde sagen, wenn ich einfach erstmal mich ein bisschen unterhalten mit euch zusammen, dann werde ich hoffentlich auch wach, meine Freunde. Hoffentlich. Mach ihr mal Licht an, dass es ein bisschen heller ist. So, bitteschön. Auch wichtig, dass ich das auch mache hier, ne, das Video halt. Genau, richtig. Aber ist egal, let's go. Und das sind auch coole Sachen, ne? Oder das sind hier diese Farben. Das sind hier diese Farbtöpfchen. Die kann man nämlich dann wieder zum Eintippen oder wenn man wieder mit Finger malen möchte, kann man wieder da mit dem Finger reingeben. Kann man mit der Fingerkuppe reingehen, da kann man nämlich was malen. Das wäre richtig cool. Also ja, cool, dass wir nur zwei neue Farbtupfer bekommen haben. Ja gut, dann würde ich sagen, bis gleich. Wir sehen uns gleich wieder abplatzieren. Bis gleich schon. So, das ist eine schöne Musik. Ich hoffe, die gefällt euch, meine Freunde. Jetzt geht's weiter hier mit einer neuen Folge. Nein, nicht neue Folge, aber ja, die Folge ist jetzt schon mehr. Die ist jetzt schon wieder da 3 oder auch ungefähr 2 Minuten schon wieder angebrochen, aber ist egal. Alles klar. So, ich würde sagen, jetzt geht's los, meine Freunde. Ich weiß gar nicht, wie lange ich dafür brauche, aber ich komme schon drauf. Ja. Also. Ich bin gerade so übermüdet, aber oh, ist auch mal was Neues, weil ich habe nur bis 9 Uhr Zeit, das Video hochzuladen. Nein, das Video geht auch nicht. Dann bis 9 Uhr, bis spätestens 8:59 Uhr online, sonst habe ich echt ein Problem. Sonst habe ich hier echt verkackt, weil ich habe ja gesagt, ich will jeden Tag ein Adventskalender-Video hochladen. Das mache ich auch gerade, das habe ich nochmal. Jetzt habe ich es noch zur Not heute Morgen gemacht, aber es war halt nur eine Not, weil ich hätte eigentlich Zeit gehabt gestern Abend, aber nein, man möchte mich verarschen und das ist auch cool gemacht, hier so ein cooles Verbindungsrätsel, cool. Kann man, ach muss man mit den Verbindungszahlen vielleicht das hier irgendwie machen? Was dann? Egal, komm. Also, erstmal zeige ich euch hier gleich richtig fette stark Nummer 11 ins Gesicht und dann seht ihr was auf oder was da halt bei Törchen oder bei, ja, bei Nummer 11 halt steht, meine Ehren, Scheiße, meine Ehrenbruder, meine ich, meine Freunde, genau, guck mal, was da drauf steht, also guck mal, jetzt sind wir alle mal gespannt hier, also 12 habe ich da, also das ist von heute 13 ist wohl jetzt nicht, aber ist egal. Hier ist übrigens Nummer 11. Und Nummer 11 ist wirklich sehr kurz. Ja, ohne Scheiß. Ja, egal. Ihr könnt es trotzdem lesen. Auch wenn ich jetzt weniger lesen soll. Oder auch. Also, ich hätte einfach jetzt Nummer 11 lesen können, wenn ich eine Ungeradzahl gemacht hätte. Hätte ich einfach weniger lesen, ja, gekonnt. Aber ich lese ja gerne. Also, ist für mich kein Problem, meine Freunde. Auch mal ein bisschen. So seht, aber ihr könnt euch trotzdem mal hier ein bisschen, ihr könnt trotzdem einmal reingucken, was hier so drin steht. Ja, also sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja.
Oh, ich bin so müde, aber nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich nicht müde. Ich will einfach nur ein bisschen, ich will einfach nur ein bisschen wach werden gleich. Mit Sport und so. Aber es ist halt nicht einfach. Aber es ist egal, es geht schon. Dich los! Okay. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug Zeit gegeben. Ich hoffe mal, sehr, dass ich euch jetzt genug Zeit gegeben habe, meine Freunde. Ich würde sagen, jetzt geht's. Ja, das ist eine coole Musik, meine Freunde. Die ist auch coole Musik. Ich würde sagen, komm, wir machen mal die Musik mal eben an und lassen die auch mal auf. So, jetzt geht's los mit Türchen Nummer 12 und ich würde euch einfach jetzt. Ne, hier noch der Text von. Hier ist noch der Text von. Jetzt kann man es lesen, jetzt kann man es lesen, ne? Das ist okay, ja. Ja. Ihr habt noch den Text von, also den restlichen Text von Türchen oder von Nummer 12, 11, sorry. Und gleich gibt es dann Nummer 11 von mir vorgelesen. Das wird auch cool. Und jetzt rate mal, woher die Musik kommt. Die kommt natürlich aus Pokémon Schild. Aus diesem komischen, ja, Haus da, wo die vier römischen Zeichen, kann man sagen, alle stehen. Ich meine halt die, ne? Ich weiß schon, was ich meine, ne? Okay, gut, dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Hier sieht man noch einen coolen Wuselgusel. Hier sieht man noch einen guten Wuselgusel, aber der Wuselgusel, der will uns ablenken, aber ist egal. Es geht echt mal weiter hier, meine ehren Freunde. Ich bin sehr gespannt und jetzt bin ich sehr gespannt. Hier, das ist einfach bei Türchen, also was einfach hier drin steht, bei Türchen 12. Ich bin sehr gespannt, meine Freunde. Also wirklich jetzt, ich wünsche euch viel gute Laune und das wird einfach mal spannend. Also hört mir gut zu und holt euch vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr es morgens oder abends, was ich. Abends würde ich euch mal locker empfehlen und morgens vielleicht, ja, eigentlich auch nicht. Ich finde Kaffee nicht lecker, aber es ist halt meiner Meinung, meine Freunde. Trinken Tee oder Kaffee, ich will aber Kaffee nicht so lecker. Ich finde Kaffee nicht so lecker tatsächlich. Aber egal. Ist nicht so meins, weil ich finde das viel bitter und Bier erst recht gar nicht. Ach egal, komm. Zahlen, Farben und ein Kuschelwusel ist heute der Anspruch oder die Übersetzung oder der Übertrag vom coolen 12. Geschichte. Oder von der 12. Geschichte hier, von diesem Wuselgusel-Adventskalender. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir müssen uns leider trauern, weil wir haben jetzt genau die Hälfte. Ich habe die Hälfte und ihr habt auch die Hälfte vom Adventskalender gesehen, leider. 12, 24, also haben wir heute die Hälfte leider. Also eigentlich gestern schon, aber ist egal. So, jetzt geht los, danke schon. Jetzt geht einfach mal los, meine Freunde. Ich bleibe bei meinem Fahrrad, Frau und, sorry. Ich bleibe bei meinem Freund Frederik. Er hat mir gesagt, er kann mich mit anderen Kindern in Kontakt bringen. Dann brauche ich nicht einbrechen. Bleib immer in meiner Nähe. Bleib immer in meiner Nähe und behalte alles im Auge. Erklärt Wusel, nachdem er erzählt hat, wie es ihm entgangen ist. Okay, ich werde es versuchen, antwortet Hans Frederik, regt sich und schmatzt. Wusel hält sich einen Finger von den Mund und zieht sich vorsichtig ins Zimmer zurück. Bis demnächst, flüstert er und schließt das Feuer draußen. Draußen bleibt Hans ratlos zurück. Am nächsten Morgen werden doch alle schon nicht wenden, werden Frederik und Wusel früh geweckt. Genau wie ich gerade. Ich bin auch früh geweckt worden, aber nee, eigentlich, ach, ich darf einfach kommen. Was weiß ich, bin ich früh geweckt worden oder bin ich gerade, weil ich das Video machen wollte, früh aufgestanden? Weiß ich gar nicht. Ja, ich bin ungefähr eine halbe Stunde früh aufgestanden, aber ist egal, alles gut, danke schön. Alles okay, danke schön. Alles klar. Gut zu wissen, dass das so war. Am nächsten Morgen, Punkt, unsere Eltern überreden, Überzeugungskraft, muss Frederik in die Schule. Schließlich muss Frederik in die Schule. Genau, ja, genau wie ich. Ich bin auch genauso. Alter, das ist der voll gute Text einfach. Das passt genau zu mir heute. Genau zu mir passt der Text. Ach, ist egal, alles klar, danke schön. Nachdem. Mensch, ey. Nach
dem, ich kann lesen, meine Freunde. Ich kann aber die lesen, meine schönen, ihren Freunde. Ensch, 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 ensch. Oh, überreden, dass er Wusel mitnehmen darf. Überreden, dass er Wusel mitnehmen darf. Keine Tiere in der Schule, sagt sein Vater. Aber es ist kein Tier. Ja, also eigentlich nicht. Ja, also eigentlich ist es kein Tier, aber es ist halt ein S, würde ich sagen. Also Wusel, also ein Wusel ist für mich ein S, aber ist egal. Räuspert er. Fragt der Vater herausfordernd Wusel. Räuspert er. Entgegnet Frederik, was soll er denn sonst sein? Fragt der Vater herausfordernd. Wusel räuspert sich. Räuspert, was ist denn Wort? Ach, egal. Ich bin bereit. Ich bin ein Beutel. Ich bin ein Beutel. Beutel. Punkt. Ein Wissenschaftsdetektiv Beutel gewesen. Gutes Wort. Außerdem bin ich Erfinder, Computer- und Technik-Spezialist. Der Vater schaut ihn kritisch an und zögert kurz. Dann lacht er und meint versöhnlich: Na schön, aber verhalte dich ruhig. Ich möchte nichts Negatives hören. Frederik macht einen kleinen Freundestanz. Ja, ich tanze auch. Ich würde auch tanzen, wenn ich doch einen überreden konnte. Oder wenn ich doch einen überreden konnte oder einen Menschen halt überreden konnte. Das hätte ich auch gemacht. Aber ist egal. Sie packen ihre Sachen und gehen zusammen los zur Schule. Auf dem Schulhof werden die beiden sofort von Frederiks Klassenkameraden umringt. Alle wollen den berühmten Wusel-Gusel. Ich dachte, ach egal. Heißt er jetzt Wusel-Gusel oder heißt er Wusel? Nur, ich weiß auch nicht. Also, ich weiß, dass ja die Serie Wusel-Gusel heißt, aber nicht Wusel. Ach egal, komm. Was war's? Ist mir scheißegal. Gerade. Frederik, ist das ein Hund? Kommt er streng von der anderen Seite des Schulhofs? Alter, heftig, ne? Frederik dreht sich um. Das ist nur ein Plüschtier. Das ist nur ein Plüschtier. Seine Deutschlehrerin nähert sich dem Pulk aus Schülern, in deren Mitte Wusel steht. Wusel hat sie kommen sehen. Und als die Lehrerin ihren Schülern über die Schulter schaute, liegt er wie ein Schoffi, regungslos am Boden. Du weißt ja, keine Tiere in der Schule. Ich meine gesehen zu haben, dass der Hund sich bewegt hat, sagt sie zu Frederik und geht mit strenger Miene weiter. Puh, das war knapp, stößt Frederik aus und ordnet an. Ab jetzt musst du dich immer totstellen, wenn ein Lehrer hinschaut. Wusel legt die Stirn in Falten und denkt: Na, das wird ja ein lustiger Tag. Aber immerhin lerne ich die Kinder kennen. Die beiden Deutschstunden am Anfang sind sehr anstrengend für Wusel. Er sitzt die ganze Zeit hinter Frederik an ein Regal gelehnt. Sehr anstrengend für Wusel. Er sitzt die ganze Zeit hinter Frederik an ein Regal gelehnt. Okay. Ja. Die Lehrerin scheint ihn arg. Was ist denn ein Wort? Sorry. Arg oder ist es ein Druckfehler? Ich weiß auch nicht, ob es ein Druckfehler ist. Arg gewöhnlich zu beobachten. Ich glaube, das ist ein Wort. Ich glaube aber schon, dass es ein Wort ist. Ein ganz normales Wort. Aber egal. Einmal, als sie sich zu Teufel Tafelgeld umdreht, versucht Wusel seine eingeschlafenen Beine zu bewegen. Aber sie dreht sich sofort wieder um und schaut ihn direkt an. Wusel wagt es kaum zu atmen. In Mathe kann er sich nicht mehr bewegen. Aber kann er sich nicht mehr bewegen. Aber er muss aufpassen, dass er nicht einschläft und zu schnarchen anfängt. Schließlich ist Wusel ein Ass in Mathe und langweilt sich sehr. Nach der großen Pause, in der sich Wusel in einer entlegenen Ecke des Schulhofs strecken und recken konnte und einer weiteren Stunde Mathe in Kunstunterricht, alle Kinder wollen Wusel malen. Ja, das war eine schöne Geschichte auf jeden Fall. So, es geht weiter, meine Freunde hier. Ja. Also, es war echt ein cooler Text. Ja? Der hat mir richtig gut gefallen. Ich habe euch jetzt nicht alles gezeigt, aber ist egal. Ist nochmal alles, was ihr. Ihr könnt nochmal alles nachlesen, meine Freunde. Ich hoffe, ich habe auch einfach alles gelesen, so wie es darauf stand. Aber ich habe ja auch Mühe gegeben. Okay, ist egal, komm. So, ich würde sagen, meine Freunde, jetzt noch das zweite. Den zweiten Text vom 12. Kapitel. Da steht nicht viel drauf, aber ich werde trotzdem lesen.
Vielleicht doch nee, meine schöne Frau, genau, würde ich auch sagen. Also, es danke schön. Frederik sitzt Fuß auf einem Tisch in der Mitte des Raums und die Kinder beginnt mit und die Kinder beginnen mit Eifer zu pinseln. Fusel sitzt da und bereut es ein bisschen mit in die Schule zu gehen, mit in die Schule gegangen zu sein. Denn still sitzen und den Mund zu halten ist einfach nicht seine Stärke. Außerdem hat er Farbenflecken auf seinem Fell. Nach einer schier endlosen Zeit ertönt der Krog und alle Kinder packen ihre Sachen. Kannst du mich jetzt deinen Freunden vorstellen? Flüstert Wusel, als er von Frederik aus der Schule getragen ist. Fertig ja ein Porträt. Oh, hat man es auch richtig ausgesprochen. Habe ich es auch richtig ausgesprochen. Meine schönen Freunde, würde ich auch sagen. Von Wusel und male es aus. Die Zahlen helfen dir dabei, die Striche richtig zu setzen. Ja, das mache ich heute nicht, aber vielleicht beim nächsten Mal. Also vielen Dank für das Angebot, meine lieben Entwickler von diesem coolen Buch. Ich würde sagen, es geht erstmal zum Troll der Adventskalender. Dann habe ich erstmal nur gelesen Worte, okay? Also besonders mal da schon. So, da bin ich wieder, meine schönen Freunde. So, alles klar. Ja. War auf jeden Fall sehr schön gerade, fand ich auf jeden Fall. Oh, sorry, dass meine Hand. Sorry, ja, habe ich gerade nicht gesehen, aber ist egal. Alles gut, meine schönen Freunde. So, jetzt gibt's Türchen Nummer 12, meine Freunde. Was denkt ihr denn? Egal. Hier ist ganz unten bei der ganz unteren Decke. Nein, hier ist nicht der Bestöcker gewesen. Da ist eine Decke, war nicht. Alles gut. Ganz unten ist heute bei Türchen Nummer 12. Die Nummer halt, egal. Ich würde sagen, wir öffnen mal die Nummer 12, meine Freunde, und lasst uns überraschen, was uns heute auch einfach mal erwarten wird bei Türchen Nummer 12 im Troll-Eventskalender. Naja, also heute war auch echt das sehr spannend, fand ich, meine Freunde, im coolen Wusel-Cool-Eventskalender hatten wir heute auch Spaß gehabt, habe ich das Gefühl gehabt, meine Freunde, und da ist ein Hamburger drin. Ja, cool. Ja, endlich haben wir einen Hamburger drin. Endlich haben wir mal wieder einen Hamburger drin. Cool. Wir hatten noch keinen einzigen bis jetzt gehabt, also wir hatten bis jetzt noch keinen einzigen Hamburger gehabt, meine Freunde, aber wie man sieht, gibt es da drei auf einmal. Finde ich cool, dass man sogar drei da reingetan hat, meine Freunde. Ja, ich würde auch so gerne auch mal wissen, wo das Apfelpop drin ist, weil das auch sind, das haben meine Freunde. Egal. Ich bin einfach weg, meine Freunde. Ja, ich bin einfach erstmal Lassal weg, meine Freunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt geht man jetzt mal weiter bei Let's Play. Ja, bei diesem coolen Adventskalender unboxen, wie immer halt. Also jeden zweiten Tag habe ich halt gesagt. Aber egal, ja, vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir auch jetzt hier einfach einen tollen Burger bekommen haben hier in diesem coolen Kalender. Ja, vielen Dank und freue mich wirklich sehr. Also den esse ich mir heute auch noch, den esse ich euch heute auch noch ein bisschen auf. Und vielleicht werde ich heute oder die nächsten Tage vielleicht auch dieses Zimtbonbon testen, was am 6. Dezember drin hat. Das habe ich nämlich noch nicht aufgemacht, meine Freunde. Ich habe ja extra gewartet, bis ich das auch perfekt machen kann. Absolut. Also vielen Dank.